Mein Name ist Mareike Blom. Ich leite den Geschäftsbereich Schule in der Stadt Wolfsburg. In Wolfsburg sind alle Schulen, alle Schulformen zu Hause, die nach niedersächsischem Schulgesetz möglich sind. Wir haben also Grundschulen, weiterführende Schulen, also da real hauptintegrierte Gesamtschulen, natürlich Gymnasien und Förderschulen. Wir haben eine komplett ausgebaute Ganztags-Grundschullandschaft und ich würde jetzt mal zwei Abteilungen benennen, die wir bei uns im Geschäftsbereich haben, die für das Thema Making, Makerspaces wichtig sind. Das ist einmal eine eigene IT-Abteilung, die wir haben, die die Schulen unterstützt und entsprechend bei der Beschaffung von Hardware, aber auch bei der Anschaffung von Software entsprechend Unterstützung leistet. Und in dem Zusammenhang haben wir für die Schulen Wubila, eine Bildungsplattform in den letzten Jahren aufgebaut. Und wir haben eine Ganztagsabteilung, weil wir auch Ganztagsträger sind, und zwar an 6 Schulen mit insgesamt 7 Standorten. Und dort begleiten wir die Schulen auch qualitativ. Auch die anderen Ganztagsträger unterstützen wir bei der Weiterentwicklung ihrer Konzepte. Und dafür haben wir eine Fachberatung installiert und zusammen mit der IT-Abteilung und der Ganztagsabteilung haben wir es jetzt geschafft, den Schulen in unserer Trägerschaft Makerspaces zur Verfügung zu stellen. Mein Name ist Nicole Mrosek. Ich bin Fachberaterin für Ganztagsgrundschulen im Geschäftsbereich Schule in der Abteilung für den Ganztagsbetrieb. Unserer Schulträgereigenschaft haben wir in Wolfsburg in den letzten 10 Jahren neben dem Ausbau der Ganztagsgrundschullandschaft uns auch grundsätzlich mit dem Schulträgerverständnis auseinandergesetzt. Und wir haben ein sogenanntes erweitertes Schulträgerverständnis in Wolfsburg. Das heißt, dass wir in guter Zusammenarbeit mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Braunschweig und den Schulen nicht nur im klassischen Sinn die Infrastruktur zur Verfügung stellen, sondern uns ist ein großes Anliegen, die Schule bei ihrer Profilentwicklung zu unterstützen, eine breit aufgestellte Bildungslandschaft für die Kinder und Jugendlichen in Wolfsburg zur Verfügung zu stellen. Und bei dem Thema Digitalisierung, was ja in den letzten Jahren sehr an Fahrt aufgenommen hat, sehr an Präsenz gewonnen hat, mit dem wir uns auch schon vor Corona, zum Glück vor Corona, schon sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Da war es uns ein Anliegen, dass wir auch hier nicht nur die Infrastruktur zur Verfügung stellen, also WLAN, also Server und die Unterstützung bei der Auswahl von Endgeräten, sondern dass wir die Schulen auch dabei unterstützen, entsprechend also ihre Didaktik anzupassen, die Medien gut, sinnvoll nutzen zu können, weil wir sind darauf angewiesen, dass die Schulen uns sagen, was sie brauchen. Also müssen wir sie auch dabei unterstützen, herauszufinden, was sie brauchen. Und da Schule bei uns auch ganztägig gedacht wird, geht es da nicht nur um den Vormittag, sondern natürlich auch um den Ganztag mit der eher nonformalen Bildung. Und da haben wir die Möglichkeit gesehen, als Ganztagsträger entsprechend auch anregende, kompetenzangebende digitale Elemente aufzunehmen und sind dabei. Ich nenne es Makerspaces. Ich denke, wir gehen da nachher noch genauer drauf ein. Also dazu übergegangen, unseren Ganztagsmitarbeitern einen Baukasten zur Verfügung zu stellen, mit dem sie der Elemente von Makerspaces beinhaltet, damit entsprechend Formate passgenau für die Schule vor Ort entwickelt werden können. Ja, für mich gilt, das Projekt Makerspace war bereits gestartet, bevor ich angefangen habe, bei der Stadt Wolfsburg zu arbeiten. Ich bin also in das laufende Projekt eingestiegen. Zu meinen Aufgaben als Fachberatung gehört die Entwicklung und Planung von Fortbildungsmaßnahmen. Und für uns war von Anfang an klar, dass Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeitenden ein ganz wichtiger Baustein des Projektes ist. Und so passt das Projekt Makerspaces zu meinem Aufgabenbereich. Das Arbeitsumfeld, ich antworte jetzt mal für unsere Mitarbeitenden, unsere Kolleginnen und Kollegen in den Schulen, ist
so, dass wir grundsätzlich mit Multiprofessionalität natürlich arbeiten, die ausbauen wollen. Das heißt, dass es den Kolleginnen und Kollegen im Ganztagsbereich ein großes Anliegen ist, die Schule gemeinsam mit den Lehrenden, mit der Schulleitung zu entwickeln. Das Ziel oder also der Wunsch, die Vision ist, dass halt wirklich ja, Bildung in Schule ganztägig gelebt wird und da Ganztag und Schule eng zusammenarbeiten. Arbeiten, kooperativ vorgehen und auch gemeinsam kooperativ entsprechend die unterschiedlichen Facetten der Schule entwickeln. Wir stellen unseren Mitarbeitenden Raum zur Verfügung, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen, voneinander zu profitieren. Und in diesem Zusammenhang ist jetzt bei den insbesondere zu dem Thema Makerspace eine Mikro-Fortbildungsreihe ins Leben gerufen worden, die aber, wie gesagt, eher den Raum zu Team-Teaching bietet und also Entfaltungsraum bietet. Ja, ich denke, das ist so grob das Arbeitsumfeld, wie wir uns das in der Theorie vorstellen. Und ich hoffe, dass das dann entsprechend auch so in der Praxis gelebt werden kann. Genau das ist mein Anknüpfungspunkt. Diese Mikrofortbildungsreihe habe ich gemeinsam mit Marion Brochmann geplant und umgesetzt. Marion Brochmann ist Mitarbeiterin der Stadt Wolfsburg an der Lagberg-Schule, eine Grundschule in Wolfsburg, und gleichzeitig Fachberatung für digital gestützte Pädagogik bei uns. Außerdem begleiten wir, das heißt wieder Marion Brochmann und ich, auch die Umsetzung der einzelnen Angebote und Maßnahmen an unseren Schulstandorten. Das heißt, wir haben einen Einblick, was da passiert, beraten und bemühen uns, die Angebote weiterzuentwickeln und die Mitarbeiter zu vernetzen. Die Grundidee unseres Projektes Makerspaces ist, Kinder niedrigschwellig an aktive Nutzung von digitalen Medien heranzuführen und dabei ihre Kompetenzen zu stärken, Fähigkeiten zu entdecken und einfach auch Hemmschwellen vor technischen Aspekten beispielsweise abzubauen. Und das Interesse daran zu wecken, da ist ja, letzten Endes der Umgang mit digitalen Medien, Grundverständnis von Coding, Programmieren eine Grundkompetenz sein wird in der nächsten Zeit, wollen wir einfach die Möglichkeiten nutzen, die uns als Ganztagsträger zur Verfügung stehen, spielerisch im Sinne von, sag ich mal, Schlagwort, Buzzword, Gamification, die Schülerinnen und Schüler dort heranzuführen. Dafür stellen wir den Schulen, den Ganztagsmitarbeitenden unterschiedliche Medien zur Verfügung, beispielsweise Bluebots, Cody Rocks, aber auch also Greenscreens, iPads mit unterschiedlichen Apps, um halt Videoaufnahmen oder auch das Erstellen von E-Books zu ermöglichen, Lego, Calliope Mini, um halt wirklich einfach ein bisschen programmieren, mit Scratch Junior beispielsweise zu arbeiten. Und wir stellen da entsprechend dann auch die geeigneten Räume zur Verfügung und alle Materialien, die man braucht, aber auch um halt die Mitarbeitenden zu befähigen, damit umgehen zu können und halt dieses Interesse, diese Neugier bei den Kindern auch niedrigschwellig wecken zu können, ist ja der erste Schritt. Genau dieses Interesse, diese Neugier niedrigschwellig bei den Mitarbeitenden zu wecken, da entsprechend dann ein begleitendes Angebot, um miteinander gemeinsam die Möglichkeiten dieser Medien zu entdecken. Und ich denke, das ist halt auch so ein bisschen das Besondere an unserem Projekt, dass es Gestaltungsspielräume für die Mitarbeitenden und Lernmöglichkeiten für die Mitarbeitenden eröffnet. Wir versuchen, einen Raum herzustellen, wo es total in Ordnung ist, sich an Neues heranzuwagen und ja, auch einfach sich zu trauen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Es ist einfach anfangen und
Hemmungen abzulegen. Wir haben natürlich auch ältere Mitarbeitende, die jetzt ja nicht, also mit der Digitalisierung, mit dem Smartphone in der Hand groß geworden sind, die aber wahnsinnig tolle kreative Ideen haben, und wir versuchen den Raum dafür zu schaffen, das halt zu verknüpfen und halt diese kreativen Ideen dann entsprechend auch mit neuen Medien umzusetzen. Und dass ich denke, das ist das Besondere, einmal für die Mitarbeitenden, aber es ist halt dann genau diese Haltung, die dann halt entsprechend auch am Ganztag den Kindern dort also zugutekommt. Im Gegensatz zu einigen Mitarbeitenden sind die Kinder in der Regel mit dem Smartphone in der Hand groß geworden. Das Smartphone ist ein sehr beliebtes Kinderspielzeug, aber in der Regel wird es eher passiv genutzt. Und die Möglichkeiten, die neuen Medien bieten, und auch das Verständnis dafür, wie diese Programme, Apps funktionieren, geht in der Regel nicht so selbstverständlich als Wissen auf die Kinder über. Und das ist halt unser Ansinnen, da einfach ein Grundverständnis schon in frühen Jahren zu schaffen und damit dann halt wirklich schon sehr früh Wege Richtung MINT zu öffnen und ein Interesse an konzeptioneller und kreativer Arbeit zu schaffen. Und das ist natürlich dann auch Selbstwirksamkeit, die dann entsprechend erlernt wird, wenn man mit einfachen Dingen plötzlich einen Osobot über einen Tisch flitzen lassen kann. Das ist einfach ein schönes Erlebnis. Und ja, das ist, denke ich, in jedem Standort, in dem das abläuft, ist es in Wolfsburg nichts Außergewöhnliches. Ich denke, bei uns ist halt einfach nur besonders, dass wir es relativ schnell geschafft haben, für unsere Standorte eine Struktur aufzubauen, das zu ermöglichen. Am Anfang oder zunächst brauchen alle einfach ein Interesse, Spaß, Motivation und den Mut, was Neues auszuprobieren. Das ist, denke ich, einfach die Grundvoraussetzung. Darüber hinaus ist es aber auch sehr wichtig, dass die Schule insgesamt offen dem Thema gegenüber ist und einfach eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Nach- und Vormittag gegeben ist, damit die Mitarbeitenden auch ihre digitalen Angebote entsprechend so ausgestalten können, dass im besten Fall auch der Vormittag, also der klassische Unterricht, davon profitiert und da die Grenzen so ein bisschen aufgehoben werden, damit die entsprechenden Kompetenzen in Kooperation mit den Lehrenden dann entsprechend ausgebildet werden können und die Kinder einfach den ganzen Tag da entsprechend kohärente Anreize, sage ich jetzt mal, zum Lernen und Erfahren bekommen. Und dafür ist ein Faktor hilfreich oder ein Instrument sehr nützlich, und zwar, wenn die Fortbildungen zu dem Thema gemeinsam stattfinden, also das Kollegium, die Lehrenden und die Ganztagsmitarbeitenden sich gemeinsam auf diese Reise begeben, auf das Abenteuer Makerspaces, und damit dann die Idee oder diese Haltung von der gesamten Schule getragen wird. Ein konkretes Praxisbeispiel aus unseren Grundschulen, aus der Lagbergschule, ist die Unterrichtsreihe Einführung in das Programmieren. Einen besonderen Fokus würden wir auf die letzte Einheit dieser Reihe legen, nämlich auf das freie Programmieren. Die Unterrichtsreihe wird in der Lagbergschule in der Regel im Rahmen von Projektstunden, Projektnachmittagen, aber auch Unterrichtsstunden im Vormittag durchgeführt. Das kann flexibel sein. Sie beinhaltet Grundlagen für das Programmieren, also zum Beispiel Begriffsklärung. Was ist eigentlich Programmieren? Es kommen drin vor analoge Übungen, Anweisungen, die in einer bestimmten Reihenfolge formuliert werden, die in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden müssen, die aber auch in einer bestimmten Reihenfolge dann ausgeführt oder befolgt werden müssen. Es gibt erste Bedienungshinweise für iPads und PCs. Um,
Die Kinder lernen spielerisch Programmierprogramme kennen, probieren Browser-Anwendungen aus und üben vor allen Dingen auch den praktischen Umgang mit unseren Materialien. Also die Materialien, die Frau Blom auch schon erwähnt hatte, Bluebots zum Beispiel, Cody Rockies. In der allerletzten Einheit dieser Reihe wählen die Kinder für sich selber interessengeleitet ein Vertiefungsthema aus, das sie dann selbstständig bearbeiten. So kann es zum Beispiel sein, dass sie für den Bluebot einen eigenen Parcours bauen, dass sie eine Schatzsuche gestalten, dass sie eigene E-Books, kleine Filme erstellen. Da sind sie in der letzten Einheit völlig frei auf der Grundlage dessen, was sie vorher gelernt haben. Ganz wichtige Fragestellungen für uns sind dabei zum Beispiel, wie können digitale Materialien in Grundschulen sinnvoll eingesetzt werden? Wie kann man das Interesse von Kindern am Programmieren wecken? Aber auch, wie fördern wir Spaß, Eigeninitiative und auch gute Zusammenarbeit bei dem Einsatz der digitalen Materialien? Antworten darauf sind für uns erstmal der Einsatz von ansprechenden, spielerisch nutzbaren Materialien, so Methoden wie Pair-Programming. Das heißt, es gibt, also die Kinder arbeiten in Teams und es gibt immer jemanden, der Anweisungen formuliert und einen zweiten, der die Anweisungen umsetzt. Es gibt Elemente des selbstgesteuerten Lernens, ganz wichtig. Und wenn man die Kinder in den Einheiten beobachtet, ist auch immer zu sehen, wie ein positiver Umgang mit Fehlern geschult wird. Fehler beim Programmieren führen in der Regel dazu, dass man einfach ungeeignete Verfahren, ungeeignete Methoden ausschließt und das passiert zwangsläufig. Das ist, glaube ich, so ganz wichtig und das kann man, wenn man es dann einmal bemerkt hat, auch gezielt fokussieren. Ja, bei uns an der Lagbergschule gibt es jahrgangsübergreifende Lerngruppen. Das heißt auch, die Einheiten zur Einführung in das Programmieren werden jahrgangsübergreifend gestaltet. Von zwei Lehrkräften beziehungsweise einer Lehrkraft und unserer Mitarbeiterin durchgeführt. Das heißt, da gibt es dann auch Team-Teaching. In der Regel dauern die Reihen so 6 bis maximal 8 Unterrichtsstunden à 90 Minuten. Dafür haben wir uns schlicht und ergreifend aus organisatorischen Gründen entschieden, damit möglichst viele Lerngruppen einfach in den Genuss dieser Einheit kommen können. So können wir rotieren und jede Lerngruppe kann diese Einheit einmal durchführen. Das ist mit so einem Block von 6 bis 8 mal 90 Minuten gut umsetzbar. Da wir das jahrgangsübergreifend einsetzen, kann man auch sagen, es ist einfach für alle Jahrgangsstufen geeignet. Man muss bestimmte Einheiten eventuell anpassen, ne, weil es einfach auch um Lesekompetenz geht. Dem wirken wir aber auch entgegen, dadurch, dass fast alle Übungen im Pair-Programming durchgeführt werden. Das heißt, wenn man dann jahrgangsgemischt arbeitet, ist es auch kein Drama, wenn einzelne Schüler diese Lesekompetenz noch nicht haben. Einige Schüler erfahrener im Umgang mit iPads sind oder mit PCs. Das kann man dann gut ausgleichen. Eine der größten Herausforderungen war die Grundkonzeption. Das, denke ich, kann man so sagen, weil man muss halt irgendwie anfangen. Und der Anfang ist ja in der Regel das Schwierigste. Da hatten wir aber den großen Vorteil und ich denke, das war auch mit einer der Gelingensfaktoren. Nicole Morsek hatte vorhin schon unsere Kollegin Marion Brochmann erwähnt. Wir haben eine unfassbar digital affine, motivierte Mitarbeiterin, die sich mit unserer IT-Abteilung da auf den Weg gemacht hat und da das Grundkonzept erstellt hat.
Aber da haben wir einfach Glück gehabt. Wir hatten die richtige Person am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Da parallel auch gerade eine Förderrichtlinie lief, also zum infrastrukturellen Ausbau des Ganztages. Und da hatten wir dann auch die Herausforderung, da entsprechend, oder die Möglichkeit, die Herausforderung anzunehmen, einen entsprechenden Antrag zur Refinanzierung einzelner Makerspace-Elemente zu formulieren. Das war nochmal eine Herausforderung, weil es einfach neu war für uns, aber auch für das Land, weil in der Regel diese infrastrukturellen Mittel für klassische Ausstattung verwendet werden. Aber auch hier hatten wir dann zum Glück die richtigen Personen, um diesen Herausforderungen zu begegnen, weil wir sehr versierte Kolleginnen und Kollegen haben, die auch rund um den Digitalpakt sehr geübt in Antragstellungen sind. Ja, und das zeigt aber auch, die Herausforderung ist, das ist leider der Klassiker, die Personalressource zur Verfügung zu haben, sich in dieses Thema reinzudenken und das so vorzubereiten, dass die erste Anschaffung gelingen kann und die erste Konzeption der ersten Reihen gelingen kann und dass man jemanden hat, der entsprechend das Projekt mit Herzblut begleitet. Also mich hat überrascht, wobei überrascht nicht ganz korrekt ist, weil ich darauf gehofft hatte. Und Überraschungen sind ja was Unverhofftes, womit man nicht gerechnet hat. Also was mich freudig überrascht hat, ist, dass meine Hoffnung, dass die Idee, das Thema, das Projekt von den Mitarbeitenden gut angenommen wird, sich erfüllt hat. Also wir haben eine Auftaktveranstaltung gemacht, wo letzten Endes einfach mal alles ausprobiert werden konnte, vorgestellt worden ist. Und dann ging es gleich richtig schön Makerspace der ins Doing. Also man konnte gleich direkt loslegen. Und mich hat absolut überrascht und begeistert, wie die Mitarbeitenden, mit welcher Neugier sie einfach losgelegt haben. Also ich hatte nicht die Chance, von Anfang an dabei zu sein. Ich bin dann irgendwann dazugekommen und es war ein großer Raum angefüllt mit Menschen, Personen, die wirklich gebeugt über einzelnen Tischen standen, sich ausgetauscht haben und es war so eine Energie im Raum. Das war total fantastisch. Und in der Hinsicht war ich dann wirklich positiv überrascht. Und was auch vor dem Hintergrund der letzten 2 Jahre und den großen Herausforderungen, die Schule, Ganztag, alle hatten, durch Covid, dass die Mitarbeitenden sich trotz allem oder vielleicht auch deswegen so motiviert da reinbegeben haben, das war toll. Ist toll. Neben der Begeisterung der Mitarbeitenden war für mich auch der Ideenreichtum ganz beeindruckend. Großartige Angebote, Projekte, die nach den Fortbildungen in den Schulen entstanden sind, wo auch bereits Vorhandenes mit den neuen Inhalten verknüpft worden ist, so dass zum Beispiel kreative Malprojekte zu digitalen Projekten geworden sind, E-Books erstellt worden sind, Rätsel, Memories, kleine Filme. Die Erweiterung des Bauens mit Lego-Steinen durch Lego wie du, dass dann einfach Roboter mit eingebaut worden sind, das fand ich sehr beeindruckend. Und das ging erstaunlich schnell. Einfach auch nach diesen Mikrofortbildungen, einige Wochen später, konnte man dann einfach an den Schulstandorten schon diese Projekte beobachten. Und dazu kommt neben dem Ideenreichtum auch so eine Art Professionalisierung der Mitarbeitenden. Ja? Also diejenigen, die dann die Projekte umgesetzt haben an den Schulen, sind ganz schnell selbst zu Experten für bestimmte Bereiche geworden.
und konnten ihr Wissen dann auch an andere weitergeben. Und so hat es tatsächlich dieses Multiplikatorenprinzip wirklich funktioniert. Ja, nach meinen Beobachtungen durchweg positiv. Wir haben echt fast nur begeisterte Schüler, die nach ähnlichen Angeboten fragen, die in diesen Bereichen weiterarbeiten wollen. Da diese Angebote bei uns häufig auch mit dem Ganztag und Angeboten am Nachmittag mit außerunterrichtlichen Angeboten verknüpft sind, führt das einfach auch dazu, dass auch da die Schülerinnen ganz interessiert sind und wir eine Nachfrage haben, die wir gerade dann auch im Ganztag gut erfüllen können. Ein großes Potenzial liegt darin, dass die Angebote oder der Baukasten, aus dem ja diese Makerspaces bestehen, sowohl im klassischen Unterricht vormittags als auch nachmittags eingesetzt werden kann. Also hier wirklich sehr viele Möglichkeiten vorliegen, einmal für also fürs kooperative Zusammenarbeiten zwischen den Lehrenden im Vormittagsbereich und halt dem Nachmittagsangebot. Und dass, wie Nicole Mosek vorhin schon sagte, ein multiprofessionelles Weiterentwickeln der Ideen dadurch angeregt und ermöglicht wird. Daneben sind natürlich die anderen Potenziale im individuellen Bereich. Also das ist ja sozusagen der systemische Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, den Makerspaces der Schule bieten. Und die individuellen Möglichkeiten für die Kinder liegen ja darin, dass sie wirklich die Chance haben, ganz niedrigschwellig, spielerisch neue Kompetenzen, Ideen und Interessen zu entdecken. Klassiker, einfach anfangen, wäre jetzt leicht gesagt. Ich denke, die Haltung, die in diesem einfach anfangen steckt, ist auch wichtig, um halt, ja, um anzufangen. Aber Schule ist ein sehr komplexes System, in dem viele unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten, zusammen agieren. Daher ist eigentlich eine enge Zusammenarbeit der Akteure sehr wichtig. Also wenn jemand die Idee hat, anzufangen, entsprechend, also falls das nicht die Schulleitung sein sollte, wäre wahrscheinlich der erste Schritt mit der Schulleitung sprechen. Die Schulleitung spricht dann hoffentlich mit dem Schulträger so schnell wie möglich, weil dann natürlich auch Anschaffungen dranhängen und ja, und dann sich gemeinsam auf den Weg zu machen und zu schauen, welche Mittel, welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Und man sollte sich nicht abschrecken lassen. Also weil die Idee, die dahinter steckt und dieses, dass man sich spielerisch, beispielsweise, nehmen wir mal das Beispiel des Programmierens, spielerisch dem Programmieren anzunähern, dafür braucht es zunächst eigentlich gar keine große Ausstattung. Das kann man mit Papierschnipseln machen. Man braucht halt einfach die Idee und dann denke ich, ist es hilfreich zu recherchieren, zu schauen, gibt es andere in der Schule, die an dem Thema interessiert sind? Gibt es in der Nähe schon Good Practice-Beispiele, mit denen man sich austauschen kann, die man sich anschauen kann? Es gibt ganz tolle Konferenzen, die man besuchen kann, wo man sich Ideen abholen kann. Oder mittlerweile seit Covid auch vermehrt niedrigschwellig Online-Angebote, beispielsweise von mobile.schule. Die haben einen ganz tollen Kongress, der in Präsenz in der Regel früher zumindest einmal im Jahr stattgefunden hat, die jetzt ganz tolle Online-Angebote haben. Einfach über den Tellerrand schauen, schnuppern, recherchieren und anfangen. Genau, das denke ich auch. Sich zusammenschließen, sich vernetzen, gucken, was passiert außen herum. Also nicht nur im engen Lehrerkollegium bleiben, sondern auch tatsächlich, ne, gucken, was hat der Träger möglicherweise für Personal, was gibt es im Ganztag für Personal, welche Fortbildungsangebote gibt es und was mir auch noch einfällt, wenn Sie selber
die Expertin sind, dann versuchen Sie, Kolleginnen mitzunehmen. Das heißt, machen Sie dann nicht nur Ihr Ding, was wir, glaube ich, in Schulen ganz oft sehen. Ne? Es gibt jemanden, der macht das und der macht das für seine Lerngruppe und für sich, sondern schaffen Sie es, Strukturen zu bauen, sodass möglichst viele in Schule davon profitieren können. Auf jeden Fall Personal, Zeit und Räume, wie so oft, ne? Die Klassiker. Zusätzlich zu den Klassikern auf jeden Fall wichtig. Motivation, die Haltung einfach anzufangen, einfach zu machen. Und nach unseren Erfahrungen jetzt ist es auch wichtig, eine Keimzelle zu haben. Also irgendjemand oder etwas, was den Funken sozusagen zum Glühen bringt, damit dann das überspringen kann. Das ist in der Regel eine Person. Nicole Mosek hat es vorhin angesprochen, eine vielleicht schon fast Expertin oder zumindest ein Mensch, der Interesse hat. Und diese Person braucht dann die Unterstützung und den Raum, die Begeisterung weiterzutragen. Eine erste Station wäre tatsächlich das Internet, zu gucken, was gibt es online für Angebote. Frau Blum hatte schon erwähnt, mobile.schule oder das Twitter-Lehrerzimmer oder auch entsprechende Angebote. Einfach auf YouTube zu gucken, was ist online, was gibt es an Videos, was gibt es aber auch an Fortbildungen. So kann man auch einen Zugang zu Good Practice Beispielen finden und dann eventuellen Kontakt herstellen. Ja, das wäre so das eine. Ja, das andere wäre zu schauen, gibt es vielleicht außerschulische Lernorte, die sich schon mit dem Thema widmen, die vielleicht auch schon Makerspace-Angebote haben, um sich dort vor Ort einfach mal zu erkundigen oder einfach mal Sachen auszuprobieren. In Wolfsburg haben wir für die Wolfsburger Schulen das Medienzentrum, wo man sich auch einfach Materialien ausleihen kann. Und als überregionalen Lernort haben wir beispielsweise das Pheno, die auch Angebote haben, teilweise auch Fortbildungsangebote explizit für Lehrende anbieten. Also auch hier trifft das zu, was Nicole Mosek schon sagte. Recherchieren, schauen, welche Möglichkeiten sind in der Umgebung und Kontakt aufnehmen. Und Kontakt aufnehmen kann man auch gerne mit uns, um das dann nochmal anzusprechen. Wir stehen da natürlich auch, wir lassen also gerne mal auch bei uns reinschnuppern oder stehen auch für Fragen gerne zur Verfügung.